Hallo und herzlich willkommen zu einer Rechenaufgabe im Niveau 4. Klasse, 5. Klasse. Zunächst mal die Aufgabenstellung. Wir haben die Aufgabe, ein Bad zu kacheln und dieses Bad umfasst eine Fläche von 18,5 Quadratmetern. Und nun wissen wir, dass wir Fliesen wählen wollen, die 60 mal 60 cm groß sind. Das heißt, wir wissen, dass eine Fliese 3600 Quadratzentimeter umfasst. Warum? Wenn die Fliese quadratisch ist, ist die Länge gleich der Breite und die Fläche der Fliese berechnet sich dann einfach, indem wir die Länge mal die Breite bzw. die beiden Seitenzahlen miteinander multiplizieren. Dann haben wir, dass ein Quadratmeter 10.000 Quadratzentimeter entspricht. Das sollte man wissen, das ist die Umrechnungszahl und dann ist die Aufgabe sehr gut lösbar. Also wissen wir, dass diese 18,5 Quadratmeter des Badezimmers 185.000 Quadratzentimeter sind. Nun wollen wir die Fliesenanzahl berechnen. Dazu teilen wir die Anzahl der Quadratzentimeter des Badezimmers durch die Quadratzentimeteranzahl einer Fliese und so erhalten wir, wie viele Fliesen man benötigt. Wenn man das Ganze in den Taschenrechner eingibt, beschleunigt sich die Rechnung natürlich. Dann kommen wir auf 51,3 Periode 8 Fliesen. Jetzt noch ein Antwortsatz und eine logische Überlegung. Wir könnten uns entweder dazu entschließen, 51 Fliesen zu kaufen, plus zum Beispiel Reststück oder Verschnitt. Oder man kann dann auch den Rest mit Fugenmasse großzügig aufspachteln. Optimalerweise kann man auch 52 Fliesen kaufen und noch besser ein bisschen Reserve, falls etwas zu Bruch geht. Also 52 Fliesen sind dann zu besorgen.